Moin zu einer neuen Sekunde zu Let's Play Wimperstone 2 Everlasting Blood im Remake und ich habe gedacht, wir schauen uns mal die Blutgeister-Ebene an. Und das ist Gina, ihr ist Humor. Falsche Blutgeister. Ist das Jaina? Ich glaube, es hackt. Keine Sorge. Das ist sie nicht wirklich, aber Gina, ihr sollte sich besser etwas zurücknehmen. Sehen wir mal, was dein Gerät kann. Das sind so eine Art Avatare. Und nebenbei habe ich auch richtig bescheuert wieder so ein Zettelspiel freigeschaltet. Wo führt das Pen... Ach, wahrscheinlich zu den Bossen. Da habe ich keinen Bock drauf. Mir ist nicht gerade wohl dabei. Lust drauf habe ich ja nicht, aber vielleicht bringt es ja wirklich was. Ich hoffe es und ich hätte auch ganz gerne so einen Shortcut zu diesem Scheiß hier unten. Mein Gott! Ja, wenn ein Vampir stirbt, dann ist es nicht sehr angenehm. Leider so ein Dämon. Aber treffen wir auch auf Vincent? Wäre lustig. Und Abraxas, ich glaube, das würde sehr unterhaltsam werden, wenn es gut umgesetzt ist. Die ganzen Bekloppten da. Jo, da sind sie, die Schimmelbrüder. Was geht? Da muss ich hin. Aber ich glaube, das wird nicht so einfach, wa? Ja, haben wir uns die ganze Map angeguckt? Nee, ich glaube nicht. Okay, gut. Ich lasse mich raten, die Dämonen muss ich wahrscheinlich besiegen oder die dürfen mich nicht erwischen. Ja, haben wir das jetzt mal bald oder... Nee, jetzt wahrscheinlich schenken wir zurück auf uns. Oder? Ja, nein, vielleicht. Ja, okay, doch. Gut, darf ich mich jetzt hier bewegen? Muss ich mir jetzt so einen Scheiß anhören? Wahrscheinlich schon, ne? Welcher kranke Geist ist denn dazu in der Lage, so etwas zu erschaffen? Das wissen wir auch nicht, aber es gibt die Ebene, seit es Vampire gibt. Vielleicht war es Vincent Waynard, wobei es dann eine Ironie wäre, dass er letztendlich selbst hier gelandet ist. Ich glaube, es waren halt Gadar und Co. Ach ja, ihr erwähntet mal, dass dieser Waynard der Schöpfer aller Vampire war. Jein! Ich glaube, es gab schon vorher welche, aber durch die Weltenumwandlung wurde alles korrigiert. Ich war noch nie hier, aber es sieht noch schlimmer aus, als ich es mir vorgestellt habe. Spoiler-Alarm in Vampirestone 3. Mein Freund, wirst du hier chillen und deinen Verstand verlieren. Ein ekelerregender Ort. Hoffentlich behält Gina ihr Recht und es lohnt sich, hier zu sein. Ich könnte mal nach Vincent Waynard suchen. Vielleicht weiß er etwas über meine Vergangenheit. Okay, dann ist das noch vor ihrem Ding. Während eures Aufenthaltes in der Besitz meiner den Zauber manifestieren. Ach, damit ich wieder zurück kann. Schön. Das ist... Ach, nee, noch nicht. Guten Tag. Du siehst mir gar nicht aus nach einem Vampir. Ich erinnere mich nicht. Anscheinend verwandelt und gleich hingerichtet. Armer Kerl. Ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen, ne? Aber das ist nicht mein Problem. Ach, könnt mich mal. Ich will zu Winnie. Und Pfeit? Was ist das denn? Hier gibt's Monster? Scheinen Blutdämonen zu sein, die Geister hier martern. Nicht reden, kämpfen. Dann wollen wir uns mal so ein paar Blutdämonen annähern, ein bisschen kuscheln. Warum haben meine Leute so einen krassen Blutdurst? Oh wow, die halten auch nichts aus. Und so richtig krass in den Adern haben sie auch nichts. Das ist sehr enttäuschend. Ich muss einfach meinen Aussaugen hochlöffeln. Ich glaube, das wird daran liegen, ne? Solche Knochenspur folgen. Jetzt ohne Scheiß hilft mir die. Oh Junge, das wäre ziemlich bitter, wenn das so wäre, ne? Okay, hier hört die Knochen... Oh wow, ich bin so dumm. Danke dafür, dass man so nett ist. Moment mal. Abraxas? Ja, ihr habt ihn getötet. Die kleine Hure. Der Menschenficker. Der Psychopath. Menschenficker? Vampirficker doch eher. Immerhin... War er ein Mensch? Oder meint er mit Menschenficker Asuka? Wahrscheinlich meint er Asuka, weil Asuka Elaine... Ach, scheiß drauf. Wir müssen da nicht dran gehen. Psychopath? Das ist ja zu köstlich. Ja, du, das sind aber keine Vampir-Blutgeister hier, ne? Tut uns gleich in den Schall... Genau, die täuschen zu müssen, aber wir sind hier nur zu Gast.
Ja, das dachte ich mir schon. Trotzdem schön, dass ihr Würmer mal einen Vorgeschmack auf die ewigen Qualen bekommt, die ich noch bevorstehen. Einer kennt sie ja schon. Ach tja, nur habe ich es im Gegensatz zu dir geschafft, mich davon zu befreien. Und hier sind wir nun. Oh, keine Sorge, ihr landet hier schon noch früh genug, dauerhaft. Von dem, was man sich unter dem Blutdämonen und Neuankömmlingen so... Ach komm, laber kann. Bitte, wovon sprichst du? Das wüsstest du wohl gerne, du langhaarige dritte Generation Schwuchtel. Naja, kann ja nicht schwul sein, wenn er an, naja, Elaine penetriert, weißt du? Deine Wortwahl hat sich ja anscheinend trotz jahrelanger Leidens nicht geändert. Unrelevant. Ihr seid, was ihr seid. Missratene Plagen. Genug davon. Ich will mit Vincent reden. Geht zur Seite. Wieso sollte ich euch vorbeilassen? Es gibt keinen Grund, Bockreich Abraxas fighten. Ist ja nicht so, als könntest du uns aufhalten. Wir zerteilen dich gerne nochmal. Abraxas, lass vorbei. Können helfen, als ob Abraxas noch dir in irgendeiner Art und Weise helfen wollen würde. Pfah, als ob diese Maden dazu in der Lage wären. Vor allem, der ist doch sowieso komplett durch. Der hat doch gar keine Ahnung mehr. Der hat sein Gehirn verschossen. Ist schon gut verstanden, Alter. Du kannst Brennspiritus saufen. Danach bist du immer noch klarer bei Verstand als Winston Waynard. Heute ist euer Glückstag, ihr Drecksplagen. Entschuldigung. Der große Vincent hat euch eine Audienz gewährt. Ich verstehe zwar nicht warum, aber was soll's. Jetzt geh uns endlich aus dem Weg. Nicht zu erahnen, wie sehr ich es genießen werde, die Blutdämonen euch ausweiden zu sehen. Ja, ja. Hey, mein Schatz. Belästigt meine Nase nicht mit eurem Gestank und redet mit Vincent. Ich stinke nicht. Es ist eine Genugtuung, dass du hier noch lange weiterleiden wirst, Kerl. Jeder Eichhörnchenmonster ist er nicht hier, ne? Da ist er ja. Vincent Waynard. Boah, krass, Mann. Ich will ein Autogramm. Können wir ein Foto machen? Au! Ah, das ist so spät. Meine Taten und Verzeih... Ach, sag bloß. Du hast doch nicht etwa Reue? Nein, dafür ist es wirklich zu spät. Sie holen uns. Sie verbrauchen uns. Es war nur eine Frage der Zeit. Wer, verdammt, wer? Wer holt euch? Was geht hier vor? Helft. Helft den Blutgeistern. Muss ich jetzt jedem Einzelnen Gefallen tun, oder was? Wie sollen wir euch bitte noch helfen? Oh nein, muss ich jetzt hier alle aus der Ebene rauslassen? Der Blutdämon im Norden. Ach so, den. Okay. Und warum sollten wir das tun? Ihr Dämon. Sie foltern uns. Schlimmste Qualen muss die Blutgeister-Ebene bestellen. Ach, als ob du kannst doch gar nichts. Willst du mich veralbern? Seit wann interessierst du dich für andere Vampire? Echt mal. Ich habe sie alle hergeschickt. Muss sie schützen. Ihr seid stark. Ach, du bist behindert, Junge. Töten den Dämon im Norden. Ja, alles klar. Du tötest den, wenn ich den töte. Was? Warum nicht? Wenn es so egal, aber er hat schon recht. In meiner Zeit hier kamen die schlimmsten Qualen von diesen elenden Blutdämonen. Den Vampiren hier etwas von ihrer Qual zu nehmen, erscheint zumindest vernünftig. Na fein, wenn's dann sein muss, aber danach redest du, du Ekel. Möchten noch mehr Eruptionen hier passieren? Das kann doch nicht sein! Ist das etwa... Ein Blutelras. Du mich auch. Laber doch keinen Scheiß. Was haben wir denn da? Unsere besonderen Gäste beehren mich mit ihrer Anwesenheit. Junge, was machen wir? Dieser Kerl war letztes Mal noch nicht da. Bist du ein Elras? Ja. Und nein. Ich bin verantwortlich dafür, dass ihr hier alles so abläuft wie... Ach komm, leck mich. Dann töten wir dich jetzt einfach. Es ergibt keinen Sinn. Was haben die Elras mit der Blutgeisterebene zu tun? Ja, die Elras haben doch die Vampire erschaffen. Das ist für euch nicht von Belang, Vampire. Ihr habt es gewagt, hier einzudringen, also werde ich euch dafür sorgen, dass ihr dauerhaft hier bleibt und dann werdet ihr auch absorbiert. Ich verstehe kein Wort, aber egal. Wir werden von Vincent erfahren, was wir wissen müssen. Ach, aus dem nicht mehr rauszuholen. Seine Arbeit gut gemacht, oder er ist zu geschwätzig geworden. Ja, Junge! Wenn er den ganzen Tag da unter irgendeiner Gehirnwäsche steht... Oder wirklich liebevoll mit Gimp oder Paint drüber gemalt. Ich weiß, ich bin wieder mal richtig arschig unterwegs. Offene Wunden. Ja, das juckt mich jetzt nicht so. Aber die Musik ist nice. Oh, na gut. Ja, das war jetzt hier richtig krasser Scheiß. Digga, overpowered. Bam. Ja. Na toll, von dem erfahren wir nichts mehr. Hoffen wir, dass Winston Grenad mehr weiß. Geil, ne Qualensensor.
Boah, das wäre jetzt Optimum, wenn jetzt keine Dämonen mehr gäbe, die mir den Weg kreuzen, damit ich einfach mal eine Ruhe habe oder hinlatschen kann. Oh nein, hört mir auf mit irgendwelchen Drehpissern. Die versperren mir ja nur den Weg. Und da sind schon wieder irgendwelche Kackdämonen. So, ich muss jetzt erstmal meinen Startpunkt finden. Da waren die geilen Knöchlis. Ja, hier. Nein, 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 nein. Das sind dann diese komischen Gemüsefotzen. Das möchte ich doch gar nicht. Das machen wir. Ich werde die cutten wie blöde, damit ich da alle passenden 15, maximal 20 Minuten drauf habe. So, wäsch da. Flup, 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 flup. Auch sie gehen mir aus dem Weg. Vielen Dank. Och, nö. Genau. Wir machen Ringelrangelrose. Schön im Weg hier folgen, den gepflasterten Pisser. So, hau raus. Vincent Vaynert, wir haben diesen Blutirres getötet. Wirst du nun reden? Nein. Wahrhaftig, die Qualen lassen nach. Ja, kannst du es wieder richtig denken, oder was? Du verdienst zwar alle Qualen der Welt, aber wenn du so endlich den Mund aufmachst, ja, die Antwort, die da rauskommt, wird dir wahrscheinlich nicht gefallen. Elaine, hörst du mich? Elaine, ich liebe dich. Ja, toll. Willst du mich veralbern? Dein Verstand wurde wohl zu lange gekocht, ja. Ich wollte nicht, ich konnte nicht. Ich glaube, das wird schwerer, als wir dachten. Das Buch. Das Buch! Ah, das Buch! Was ist mit dem Buch? Verdammt nochmal, sprich, du elender Stinkstiefel. Dein Buch! Mein Buch? Mein Tagebuch? Wie bitte? Das habe ich gelesen. Dein Buch. Es ist dein Buch. Das haben wir gebracht, weil wir es da gefunden haben. Weil es von den fucking Elras kommt. Beziehungsweise da hatte das, glaube ich, doch hier der Ustra verschwinden lassen. Krassen Magietrick gewunden. Die Vögel bleiben stehen vor Ehrfurcht. Die hafern so ein bisschen. Wo finde ich denn dieses Lachsenkraut? Irgendwo muss doch noch welches sein. Sir Vincent braucht es doch für eine Heiltrank, die für die arm kranke Mirai brauen möchte. Ihre Grippe ist schlimmer geworden als alles andere. Ich hoffe, Sir Vincent kann ihr helfen. Nein, kann er nicht. Was ist denn das? Das ist ein Buch? B-U-C-H. Ein Buch? Ich schätze, Sir Vincent sollte sich das mal anschauen. Immerhin kennt er sich mit Zaubern und Heilkunst aus. Vielleicht, ja, woher weißt du denn, dass das ein fucking Zauberbuch ist? Du hast nicht mal reingeguckt. Ja. Ah, Rückblende. So, nur noch das Lachsenkraut, dann ist der Heiltrank fertig. Ich hoffe, Elaine kommt bald. Ja, aus den falschen Gründen, hörst du das? Ah, da seid ihr. Habt ihr das Lachsenkraut? Nein, ihr Buch! Das ist ein schickes Buch! Nimm's! Bitteschön! Das ist ein Buch, Sir Vincent! Ich weiß, Sie haben sowas noch nie gesehen. Ich habe zwar keine große Kenntnis, aber ich glaube, es handelt sich um ein Zauberbuch, ohne reinzugucken. Als hat festgestellt. Also hat ihr keine Kenntnis. Ein Zauberbuch? Lasst mich mal sehen. Also mal aus dem Weg geschubst, die der hier. Alter, was bist denn du? Ich glaube, ihr liegt richtig. Es scheint sich tatsächlich um ein Zauberbuch zu handeln. Krasser Scheiß. Könnt ihr damit etwas anfangen? Nein. Ich denke schon. Habt ihr vielen Dank, Elaine, dass ihr mir das Buch gebracht habt und nicht das Kraut, was ich mir so sehnlichst gewünscht habe, um diesen scheiß Heiltrank fertig zu bekommen. Aber natürlich, ich möchte doch, dass ihr den Leuten in Azran mit euren Heilkünsten helft. Und wenn euch dieses Buch dabei unterstützen kann, dann ist das großartig. Nichtsdestotrotz brauche ich noch das Lachsenkraut für den Heiltrank. Also mit anderen Worten, verpiss dich. Ich werde im Wald östlich nochmal nach dem Lachsenkraut Ausschau halten. Vielleicht finde ich es dort. Das wäre schön. Was würde ich nur ohne euch machen? Masturbieren. Ja, ich bin bald wieder da. Also gar nicht. Oh, erstmal hier schön zu Gemüte führen. Hm, dieses Buch ist interessant. Sehr interessant sogar. Sind die geheimen Praktiken des Dr. Mantucci. Nein, leider nicht. Was ist ein Blutgeist? Merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Wenn ich das richtig entziffere, ist es hier ein Zauber, der ein Wesen unsterblich macht. Wieso kann er das entziffern, ohne die Sprache der fucking Elras gelernt zu haben? Unsterblichkeit. Aha. Und dann wir schuld. Ich hab euch das Buch gebracht. Ich? Gebracht und mich zu dem gemacht, was ich wurde. Ja, alles klar, wir sind schuld. Die Frau ist schuld. Adam, Eva, alles klar. Erbsünde, alles kommt wieder. Ha?
Ihr habt euch mit Hilfe des Buches zu einem Vampir verwandelt, weitere Vampire erschaffen und nach einiger Zeit den Heiligen Kreuzzug begonnen, um euch den Rang eines Hohepriesters zu erkämpfen. Doch warum Hohepriester? Ihr wart als Vampir der nullten Generation unendlich mächtig. Warum wolltet ihr Hohepriester werden? Warum? Ich verstehe nicht, was ihr davon hattet. Ruhm und Ehre wird doch nicht euer Ziel gewesen sein. Und woher hattet ihr die Seelen, die man für die meisten Zauber der Elras benötigt? Ja, von den Vampiren, die er getötet hat. Deine verschmähte Liebe. Sie ließ mich den Zauber sprechen, der dich verfluchte. Ich weiß nichts von Seelen. Nein, keine Seelen. Irgendwas geschah, als ich den Zauber sprach. Ich hatte neue Ziele. Neue Ziele, neue Ansichten. Etwas zwang mich, mich in einen Vampir zu verwandeln. Es zwang mich, Vampire zu erschaffen, zu jagen. Nachdem sie viele Menschen und Monster getötet hatten. Erst dann, nicht zu früh. Klingt fast wie bei einem Schattengeist. Erst nachdem die Vampire viele Menschen und Monster getötet hatten? Warum? Ja, wegen den Seelen. Ich weiß nicht. Monster zu töten, die ich erschaffen hatte? Vor den Vampiren? Ihr habt die Monster erschaffen, die auf der Welt kreuchen? Ja, ich habe viele Monster erschaffen. Die Menschheit hat Angst. Doch die Vampire versetzen sie in Schrecken. Ich war ihr Retter. Vampire töteten Monster und Menschen. Ich tötete die Vampire. Im Heiligen Kreuzzug. Geschichtsstunde. Doch wieso der Rang eines Hohepriesters, um an die scheiß Maschine zu kommen? Maschine. Düstere Maschine. Eine Maschine? Was für eine Maschine? Oh, können wir noch Asran aus denen kaputt machen? Das war richtig geil. Fuck you, Handy. Vincent, was für eine Maschine? Ich erinnere mich nicht. Verdammt! Vincent? Was war ich für ein Mensch? Wie habe ich gelebt? Wo habe ich gewohnt? Du warst Schweinebauer, okay? Wer waren meine Eltern? Wie habe ich dich kennengelernt? Eine nette junge Dame. Ja, das warst du. Du kamst aus Asran. Dort geboren, dort gelebt. Ich kam eines Tages nach Asran, um meine Dienste als Priester und Heiler anzubieten. Du wolltest meine Arbeit unterstützen. Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Schon bald meine Assistentin, meine heimliche Liebe. Du hast mich von Anfang an geliebt? Vom ersten Tag an. Ja, das wiederholen wir. Ach, doch als ich dich zurückgewiesen habe, hast du mich verflucht und da fass ich dich in der Ewigkeit. Na, auf der anderen Seite, vielleicht ist es doch auch gar nicht so verkehrt. Ich meine, die Leute, die du kanntest, waren tot. Also, das wäre bestimmt schmerzhaft gewesen. Nein, das ist es nicht. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Bye, bye, Julimond. Es ist vorbei. Wer kommt? Vincent, wer? Das Kribbeln zwischen den Schüben der Schmerzen. Ah, das hat unser Praxis auch schon wohl gesagt. Doch wer kommt denn? Die Elras. Jetzt verschwinden alle. Cool. Ich habe keinen Sound. Warum habe ich keinen Sound? Ja, bla bla. Ist das so gewollt oder spinnen meine Kopfhörer? Können wir jetzt dieses Intermezzo vom Blablabla unterbrechen? Ja. 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 Krieg ich jetzt hier noch eine Cutscene? Ich möchte jetzt gerne... Echt mal. Ne, was jetzt? Oh, ich hatte mein... Das war meine Kopfhörer. Okay, alles klar. Ich hatte die irgendwie ausgedreht. Ja, passiert. Das bin ich schuld. Entschuldigung. Hier ist mein Säbelmagie, habe ich auch. Oster brauche ich nicht. Ja, können wir jetzt bitte... Oh, aufhören zu lachen! Vor allem, wie unbeeindruckt Abraxas da steht und sich denkt, ach ja. Ich hab kein Pimmel mehr. Darf ich jetzt hier bitte das Gespräch beenden? Ich lese... Nee. Ich möchte jetzt ungern den Part beenden und an dieser Stelle wieder aufnehmen. Das fände ich dann doch sehr blöd, weil ich eine Aufnehmpause machen wollte. Weil ich noch einen Scheiß zu tun habe, aber das Spiel lässt mich nicht. Das ist alles egal. Pyramide, bla bla bla, Ostra, lalala, tralala, jeck, jeck, jeck. Hello. Kann ich jetzt hier bitte... Oh Gott, die labern genauso lange und schlimm wie bei Ma fucking Malix. Ich krieg die Krise. Ja, dann mal los. Ja, kann ich jetzt hier... Darf ich? Abraxas. Nee, das sowieso nicht. Yeah. Geil.
erstmal obendrein nochmal eine Abraxas kassiert. Ach, ist mir scheißegal. Ich beende den Part an dieser Stelle. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch viel Spaß und Wave.